Der Modcast wird präsentiert von Milani, dem Schweizer Marktführer für Business Design und Transformation Coaching. Milani bedeutet Co-Creating Future Business. Mehr zum integrierten Milani-Konzept und Spirit auf milani.ch. Welcome to the playground! Ready for transformation? Modcast, the Masters of Transformation Podcast. And here is your host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und in dieser Ausgabe reden wir mit Marketingstratege und Founder Thomas Escher über die digitale Transformation im Marketing. Und zwar einmal im Hier und Jetzt. Wir werden aber auch einen knackigen Überflug machen über die letzten zwei Dekaden, um rauszuspüren, was hat sich eigentlich warum verändert. Und selbstverständlich werfen wir einen Blick in die Zukunft des Marketings. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und sage ab in den Modcast. Insights. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn für das Recording ist es tatsächlich schon mein zweiter Podcast an einem Tag. Manchmal kommt es und ich bin immer noch in Zürich. Wir sitzen aber jetzt woanders und bei mir ist Thomas Escher, der lustigerweise, genau wie Claudia Oeking, auch den Weg aus München hierher gefunden hat. Also erstmal Thomas, vielen Dank, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du sitzt jetzt, das müsst ihr euch kurz vorstellen, in meinem kleinen, kuscheligen Airbnb. Super süß. Hier in Thalwil. Wir werden uns heute Abend sogar noch die Location hier teilen, also insofern, aber wir haben beschlossen, erstmal kümmern wir uns um das, was uns zusammengeführt hat, nämlich die Transformation des Marketing. Und du bist ein Vollblut-Marketer, das darf ich so sagen, mit reichlich Background an der Stelle, und sei mal so gut für die, die dich nicht kennen, ja, was treibst du, wer bist du? Ja, super. Tausend Dank für die Einladung. Ich bin der Thomas Escher. Ich bin Marketingstratege bei Brandstory Architects, eine Münchner Marketingagentur, Marketingkommunikationsagentur, gleichzeitig Co-Founder von Whites.co. Das werden wir noch klären, was das klären genau wir macht. Vielleicht später, um den Spannungsbogen hier ein bisschen steiler zu halten. Und ich komme so im weitesten Sinne aus dem Marketing- und Mediengeschäft, habe lange bei Burda gearbeitet als Marketier, war dann länger in New York, habe da unter anderem für RGA gearbeitet, viel Informationsarchitektur und digitales Marketing in unterschiedlichen Kontexten gemacht. Ja, ihr findet auch mehr noch an Background in den Shownotes dann dazu. Aber der Grund, warum ich mich sehr freue, dass du heute da bist und es tatsächlich ja recht selten ist, dass wir in dem Podcast wirklich auch über Marketing jetzt mal im Kern reden und das auch noch quasi mit Agentur-Background beidseitig. Mhm. Der Grund ist sehr schön, wir machen das schon eine ganze Weile und wir haben gesagt, naja, so in dem, was uns zusammengeführt hat, irgendwie verändert sich Marketing stark. Und damit reden wir jetzt nicht so sehr über die große Welle des Wechsels so vom Anbieter zum Nachfragermarkt und in den 60ern, wo das Marketing überhaupt erst aufgekommen ist, sondern wir haben so eine Spanne, auf die wir mal gucken wollen, von, ja, ich sag mal so grob gesagt, den letzten 20 Jahren und vor allen Dingen natürlich auch sehr stark vielleicht auch gerade den letzten 3 bis 5. Mhm. Und du hast eine Sache gesagt in dem Kontext so, aber für dich wird Marketing langsam salonfähig. Mhm. So, und um da mal einzusteigen, A, was meinst du damit? Mhm. Ja, und B, was ist denn jetzt auf diese letzten 2 Dekaden mal wirklich bemerkenswert an Veränderungen im Marketing aus deiner Sicht? Lass uns erstmal mit der ersten Frage anfangen. Warum wird Marketing salonfähig? Also ich glaube, Marketing war schon immer salonfähig. Es ist nur nicht so wahrgenommen worden, weil Marketing letztlich eigentlich immer mit Werbung gleichgestellt wurde. Wenn Leute über Marketing gesprochen haben, dann haben sie eigentlich Werbung gemeint, und Werbung hatte eben schon immer so was Anrüchiges. Die wollen mir was verkaufen, was ich vielleicht gar nicht brauche.
vor allen Dingen in Märkten, wo die Medienlandschaft noch nicht demokratisiert war, wo Märkte nicht transparent waren, wo man irgendwie das kaufen musste, was vielleicht beim Laden um die Ecke angeboten wurde und von irgendjemandem feil gepriesen wurde. Und die Zeit ist glücklicherweise vorbei. Ich habe ja auch gesagt, zum Glück wird Marketing ehrlich. Man kann nicht mehr einfach nur mit Wohlfühlbotschaften à la Don Draper irgendwas verkaufen. Ne? Man erinnert sich gerne zurück, auch wenn man bei YouTube mal googelt, eine Belustigung für einen Freitagnachmittag, wenn es im Office vielleicht nicht so viel zu tun wird, gerne mal danach googeln und alte Werbespots aus den 70ern und 80ern angucken. Stork, Schokoladenriesen, Frau Lange und ähnliches, die haben eben einfach immer mit so einer gewissen heilen Weltbotschaft die Leute letztlich zum Kauf verführt, wenn man das etwas schwülstiger ausdrücken will. Und das ist glücklicherweise vorbei, weil Konsumenten sind aufgeklärt, Märkte sind transparent. Durch das Internet kann ich heute sowohl Preise als auch Zusammensetzungen, die Herkunft von einem Produkt relativ schnell ausfindig machen und mir relativ schnell auch als Konsument überlegen, will ich bei einer bestimmten Marke kaufen oder eben nicht. Und wenn ich als Marke nicht in dieser ehrlichen Weise kommuniziere, dann bin ich möglicherweise einfach morgen obsolet, was eine riesige Drohkulisse für alte Marken ist und eine riesige Chance für neue Marken bietet. Also aus deiner Sicht ist dieses Thema Transparenz, was eben durch die, ja, durch das Internet maßgeblich halt gekommen ist, letzten Endes zu sagen, ja, das ist das, was ihr mir versprecht, vielleicht mal klassischerweise im Werbespot, die es ja auch heute noch gibt, so. Aber ich kann mal eben schnell die Google-Maschine anwerfen und kann mir angucken, okay, was sagen dann Leute, die dieses Produkt gekauft haben, wirklich? Ja? Zum Beispiel. Stimmt es? Ja. Oder ein schönes Beispiel wäre ja auch im Recruiting, quasi Employer Branding heute, also die Arbeitgebermarke. Ist das wirklich so attraktiv, da zu arbeiten, wie es auf der Website steht? Oder nicht? So, wann hast du das denn so für dich verortet? Also wann fing das an, dass sich sowas wie mehr Transparenz dann auch niedergeschlagen hat in anderem Marketing? Das ist schwierig zu sagen oder da jetzt den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das war 2005 oder 2006. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Die meisten Marketiers waren sich auch darüber bewusst, dass sich das ändern wird, aber haben versucht, eben so lange dieses, ich nenne es mal Oldschool-Geschäft oder Oldschool-Kommunikation zu betreiben, solange sie damit eben auch noch relativ gutes Geld verdient haben. Aber es ist eine nette Anekdote, ist jetzt 5 Jahre her, da habe ich mich mit einem Marketingleiter auch im Agenturkontext unterhalten, so ein Mit-50er, also so gut 20 Jahre älter als wir und der hat gesagt, na, hier, Fishing for Compliments, ja, ein bisschen, Ingo. Funktioniert. Richtig, genau. Aber der hat es eigentlich super zusammengefasst und hat gesagt, wissen Sie, noch vor 3 oder 5 Jahren, da habe ich meinem Geschäftsführer halt erklärt, warum Bild A emotionaler zu unserer Kampagne passt als Bild B und dann habe ich mein Marketingbudget dafür bekommen. Und heute muss ich eigentlich unter Business-Aspekten und mit vorgegebenen KPIs hier Rede und Antwort stehen, was ich mit meinem Marketingbudget mache. Und ich glaube, der Switch, dass das Marketing vom Cost zum Profit-Center wird, der ist noch nicht in allen Unternehmen gänzlich vollbracht oder die Transformation ist da noch nicht gänzlich durch. Aber es gibt, glaube ich, kein Unternehmen mehr, zumindest nicht in eins, in das wir auch als Agentur immer wieder reingucken, wo das nicht eine riesige Debatte ist und wo vor allen Dingen Marketiers Hilfestellung suchen und sagen, ja, wir haben keine Ahnung davon, wir wissen, dass wir es tun müssen, aber habt ihr in irgendeiner Weise Rezepte, uns dabei zu helfen? Also um deine Frage zu beantworten, ich würde mal sagen, in den letzten 3 bis 5 Jahren ist es wirklich elementar geworden, auch in den Gesprächen mit Marketern. Mhm. Es gab früher, glaube ich, mal so einen Ausspruch, die Hälfte der Werbung
ist rausgeschmissenes Geld, man weiß nur nicht welche. Mhm. Ja, und wie du sagst, es gab relativ wenig Möglichkeiten, das auch nachzuweisen. Mhm. Also welche Wirkung haben wir jetzt erzielt? Mhm. Marketing ist, glaube ich, schon relativ früh digital geworden. Sprich, ich kann beim Banner, den kann ich schalten und dann kann ich eben sehen, wie viel Impressions hat er und klickt einer drauf. Ich kann versuchen, Tracking zu machen, bis hin zu, wird er überhaupt beachtet? Aber auch die Marktforschung, so wie sie früher versucht hat, Werbewirkung entweder im Pre-Test zu machen oder im Nachhinein, ne, mit den Abfragen, können Sie sich an diese Werbung erinnern und so. Im Grunde alles obsolet geworden, dadurch, dass man in Echtzeit eigentlich tracken kann und vor allen Dingen ja auch anpassen kann. Ich habe dann irgendwann mal gelernt, diesen Begriff des Performance-Marketings, also 98 mal so ein Buch geschrieben, da hieß das dann Online-Marketing oder eben das im Digitalen. Und dann, ja, war es im Grunde erstmal noch der Part, klassische Werbung zu transportieren. Also der Banner war dann die Entsprechung der Printanzeige. Ja. Ja, und heute, oder wie du sagst, so die letzten 3 bis 5 Jahren ist Performance-Marketing eine eigene Disziplin geworden. Und ich werf mal so einen anderen Begriff noch rein, nämlich dieses ganze Thema Suchmaschinen. SEO, SEA, Targeting, also letzten Endes zu sagen, nee, ich will 117 Leute erreichen, ja, die um Regensburg herum das Interesse haben, dass sie sich für Fallschirmspringen interessieren. Alles ja möglich im Digitalen. So. Wie schätzt du das dann so ein eigentlich? Wie viel Kompetenz ist heute auf Unternehmensseite in diesen Bereichen schon vorhanden? Und wie viel braucht es dann noch die Experten, die mir so ein Tracking ermöglichen, mir diese Zahlen liefern? Was ist so deine Erfahrung? Ganz kurze Antworten. Ich glaube, es hängt davon ab, von welchem Unternehmen wir sprechen. Ne? So klassisches Beratersprech. Depends on the company you're talking about. Aber wo ich glaube, dass deine These zu kurz greift, ist das Thema Marketing versus Werbung oder Advertisement. Also wenn wir über Performance-Marketing sprechen, sprechen wir eigentlich über digitalisierte Werbung. Dann sprechen wir darüber, dass eine Botschaft von einem Sender zu einem Empfänger gesendet wird mit der Hoffnung, dass wenn sie rezipiert wird, in irgendeiner Weise eine Conversion ausgelöst wird, irgendeine Adresse hinterlegt, im Bestkauf ein Sales ausgelöst wird. Das ist aber nur ein Teil von digitalem Marketing. Für mich greift Marketing viel, viel weiter. Im Best Case fängt digitales Marketing eigentlich bei der Produktentwicklung oder der Research für ein gewisses Produkt an. Es gibt ein schönes Zitat von Seth Godin, Digital-Marketier aus den USA. Manche würden vielleicht auch sagen, der Digital-Marketing-Papst. Seth Godin sagt eben, making products for your customers is far more efficient than finding clients for your products. Und das ist eigentlich meines Erachtens der Kern dessen, wo Marketiers umdenken müssen. Es macht keinen Sinn mehr, wie vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Produkt und das drücken wir mit aller Macht und allem Know-how, was Tracking anbelangt und was die digitale Performance-Maschinerie aufzufahren hat in einen Markt, sondern man muss eigentlich einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, wer ist eigentlich unsere Klientel, welche Kunden passen zu unserer Marke? Und was haben die für Sorgen und Nöte? Welche Serviceangebote kann ich denen möglicherweise machen, um sie weiter an meine Marke zu binden und über diese Markenbindung dann Produkte zu verkaufen? Und da bietet eigentlich die digitale Klaviatur die besten Möglichkeiten, weil früher musste ich sowas in möglicherweise Fokusgruppen-Interviews für relativ viel Geld oder relativ viel Geld in die Hand nehmen, um sowas zu tun. Und heute, wir machen das auch mit Kunden, kann man das eigentlich relativ klein in begrenzten Märkten, sogar auf spezifische Ländermärkten in spezifischen Sprachen mit einer kleinen UX und mit einer Survey-Page relativ schnell eruieren und weiß ziemlich genau, was funktionieren könnte und was nicht. Das bedeutet, um da vielleicht auch nochmal auf den Eingang zurückzukommen,
Marketing ist eben mehr als das reine Versenden von Botschaften, auch wenn das keine Wohlfühlbotschaften mehr sind, weil Performance Marketing eben über faktische Argumentation funktioniert und ich wissen muss, wonach jemand was sucht, muss man, wenn man Marketing ganzheitlich versteht, eigentlich viel früher anfangen. Und wenn man das weiterdenkt, und da können wir vielleicht dann im Fortgang nochmal detaillierter drüber sprechen, muss man sich auch überlegen, wie sich Marketingabteilungen anders aufstellen müssen und wie Agenturen möglicherweise ihre Geschäftsmodelle verändern müssen, um auf dieses neue Marketingverständnis Lösungen anbieten zu können. Ich würde es gerne machen und vielleicht macht es Sinn, dieses Thema Marketingverständnis dann auch mal in den Fokus zu nehmen. Also kleiner Recap und deswegen war mir das wichtig. Wir haben eine Aufsplittung in Marketingdisziplinen und zwar gar nicht mehr so in digital und nicht digital, sondern digital ist eigentlich alles. Aber wie du schon gerade gesagt hast, geht es teilweise um die Optimierung der Mediabudgets, also im Performance-Bereich sehr stark. Es gibt aber noch sehr viel mehr. Und dieser Bereich zu sagen, ja, ich lerne, ich versuche, mein Marketingverständnis ganzheitlich zu machen und auch sehe die Frage, was ich muss viel besser verstehen, was meine Kunden brauchen, statt einfach den besten Weg zu finden, ihnen mein Produkt zu verkaufen. So, wo ist das heute angesiedelt? Also, wenn du jetzt eine Marketingorganisation aufbauen müsstest, so, was braucht es dann? An Know-how, also quasi, wie muss ich mir so eine moderne Marketing-Kompetenz, so ein Kompetenzcenter, nenne ich das jetzt einfach mal, dann vorstellen? Ja, ist eine gute Frage. Hatten wir gerade auch in einem Kundenkontext in der Agentur. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie die Gesamtorganisation aufgebaut ist. Du kannst ja auch gerne an einem Beispiel mal festmachen, wenn das genau, das Ganze ich versuche es mal so generell oder generalistisch wie möglich zu halten. Ich glaube, ein relativ guter Ansatz ist zu sagen, okay, im Marketing, in der Unternehmensorganisation müssen Leute mit extrem viel Produktverständnis oder Produkt- und Serviceverständnis sitzen. Es müssen Leute sein, die Marke und ihre Herkunft verstanden haben, die aber auch wissen, wie man diese Produkte und zusätzliche Services in eine digitale Zukunft führt. Das müssen nicht zwingend beispielsweise, und das beantwortet dann vielleicht auch deine vorhergehende Frage, Performance-Marketing-Spezialisten sein. Das sind meines Erachtens alles Gewerke, die sich jede Organisation nach Bedarf zukaufen kann. Ich brauche heute einen Performance-Spezialisten, übermorgen einen E-Mail-Marketing-Experten. Aber das Wissen um mein Produkt und um das Verständnis meiner Marke und wie ich meine Marke als Unternehmen in die Zukunft führen will, das muss ich eigentlich im Unternehmen behalten und das muss ich in der Organisation ausbauen. Bedeutet, ich glaube, dass die intelligenteste Organisationsform für das Marketing ein sehr starkes Produktmarketing mit einem sehr produktzentrierten Ansatz ist, dass sich ein Expertennetzwerk aus unterschiedlichen Beratern und Facharbeitern, wie auch immer man die Leute dann am Ende nennen will, andockt und zwar immer genau so lang, wie der Bedarf ist. Und das ist auch die riesige Chance für Agenturen, wenn sie sich verändern wollen, sich als Expertennetzwerk beispielsweise zu positionieren. Eben nicht in ein Unternehmen reinzugehen und zu sagen, naja, uns ist es eigentlich wurscht, ob ihr das richtige Produkt entwickelt habt oder nicht, aber wir vermarkten es jetzt halt mal, weil das Einzige ist, was wir können, sondern eher als Lösungsanbieter reinzugehen und zu sagen, okay, wir verstehen, ihr habt aus den und den Gründen dieses Produkt entwickelt, auch auf Basis von Researches mit euren Kunden. Und ihr seid jetzt an Problem X oder Y gestoßen und dafür braucht es einen Marketingstrategiemann oder einen Business-Strategiemann, der ein Geschäftsmodell rechnen kann oder ähnliches. Genau, das heißt Organisationsform, Produktmarketing plus externes Expertennetzwerk dürfte relativ gute Return on Communication Rates für Marketingabteilungen ergeben künftig. Gehört für dich zu dem, was du
eher in der Organisation siehst und eben vielleicht nicht ans Rausgeben auch letzten Endes ja die Hoheit über die eigenen Kundendaten und damit sowas wie ein Datenanalyst. Also sprechen wir über den Kontext CRM, Data Mining, also letzten Endes aus meiner Kundenklientel zum Beispiel zu identifizieren, wer hat überhaupt die größte Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Bedarf oder wen frage ich? Ich glaube, es ist abhängig von der Organisationsgröße. Ich würde immer, wenn ich selber Marketier wäre, würde ich immer einen Datenspezialisten, aber eher einen Generalisten in meinem Team haben wollen, mit dem ich auch ad hoc Dinge analysieren kann in meiner Datenbank, der aber jetzt nicht speziell in irgendeinem Data Analytics Bereich eine Spezialexpertise hat. Aber definitiv brauchen Marketingabteilungen und oder Agenturen mittelfristig solche Leute, weil ohne die ein Projektsteering schlicht und ergreifend nicht mehr möglich ist. Ob die von intern oder von extern kommen, hängt dann tatsächlich von der Fragestellung ab. Wir reden jetzt schon ein bisschen länger und ich glaube auch mit Recht über dieses ganze Thema, was sich digital eben, sagen wir, in den letzten 20 Jahren verändert hat, durch das Thema Online, durch die Messbarkeit, das Stichwort Daten und Optimierung. Gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch die Frage, was entwickle ich überhaupt für neue Produkte? Was wollen meine Kunden oder vielleicht meine zukünftigen Kunden? Mhm. Wo verortest du denn heute ja dieses Thema Kreativität? Also das, was in der Werbebranche, in der Agenturbranche ja ganz klassischerweise eigentlich die Kerndomäne ist, sich eine Kampagne zu überlegen, über welche Kanäle die dann auch immer nachher ausgesteuert wird, aber etwas zu tun, was ein Produkt auch inszeniert. Mhm. Braucht es das dann in der Form noch? Also wo ist heute Kreativität zu sehen, wenn doch viel eben auch datengetrieben ist? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Emotion funktioniert es dann am Ende auch nicht, weil jeder Mensch wird durch Emotionen getriggert und emotionale Erlebnisse bleiben auch eher im Gedächtnis als faktische. Also rein nur ein datengetriebenes Marketingmodell wird auch in Zukunft meines Erachtens nicht funktionieren. Und die Frage, wo Kreation verortet ist, ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich die Agenturwelt mal anguckt, dann hat man da eigentlich zwei parallele Gewerke, die so in diesem Marketing-Beratungskontext unterwegs sind. Das eine sind klassische Kreativagenturen, die mehr und mehr versuchen, strategische Marketing-Kommunikationsberatung zu machen. Einfach auch um solche zentrale Fragestellungen, was Produkt- und Service-Weiterentwicklung gerade im digitalen Bereich anbelangt. Und zum anderen hat man eben die Unternehmensberater auf der anderen Seite, die aus diesem klassischen Business Modeling kommen, aber natürlich auch das Businessmodell am Ende im Sinne der Beweisführung kreativ wie sagt man am besten, die aus dem klassischen Business Modeling Ansatz kommen, aber das Produkt in irgendeiner Weise ja auch emotional aufladen müssen, um es am Ende zu verkaufen. Und ich glaube, diejenigen, die beides miteinander verheiraten können, haben künftig die Nase vorn. Das heißt, wo liegt Kreativität? Kreativität muss eigentlich in jeder Position eines Marketingberaters auf Agenturseite liegen. Ich kann nicht mehr sagen, okay, wie wir das jetzt am Ende emotionalisieren oder dem Kunden verkaufen, ist mir wurscht, weil ich habe das Businessmodell gerechnet. Ich muss entweder als Unternehmensberatung beispielsweise sagen, okay, da gibt es jetzt ein Konzeptdepartment, die überlegen sich jetzt auf Basis dieses faktischen Briefings, wie man das Ganze emotional aufladen kann. Oder ich bin direkt bei einer Agentur angedockt, die sagt, naja, Kreativität und Emotion ist eigentlich unser Kerngeschäft und wir holen uns über einen Experten das ganze Thema Strategieberatung, Business Modeling oder Ähnliches dazu. Mein alter Marketing-Professor,
der Klaus-Peter Wiedmann, der hatte mal gesagt, Marketing, das ist für ihn eine Philosophie der Unternehmensführung. Mhm. So, also relativ früh schon im Grunde hingegangen und gesagt, diese vernetzte Welt, diese Interdependenzen, die wir überall haben, die bedeuten, dass man holistisch drauf gucken muss, dass man auch letzten Endes gucken muss, dass man so eine normative Ebene schafft. Also das, was wir heute ja auch sehr stark im über eine Marke eben transparent machen, dass man nicht nur wissen will, boah, wer steckt jetzt dahinter, sondern was für eine Philosophie haben die eigentlich? Ist das eigentlich nachhaltig? Also ist das Unternehmen in seinen Werten auch etwas, was zu mir passt? Also gerade eben, wenn die Kundensegmente auch jünger werden, bewusster werden, also all solche Ebenen spielen da halt eine Rolle. Klar. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte ja bedeuten, du hast es schon mehrfach angedeutet, so wie sich das Marketing verändert hat, indem wir heute sehr viel komplexer entweder mit technischen Geschichten umgehen müssen, Stichwort Daten, aber auch die Erwartungshaltung ist, oder umgesagt das Erfolgsrezept, einen Markt komplett zu verstehen, die Kunden zu haben und nicht nur einfach zu sagen, ja, da kriege ich aus der Marktforschung, kriege ich so ein Paper, da steht halt die Beschreibung unserer Zielgruppen drin und dann nehme ich das und fertig. Ja. Dann gehen wir in den Bereich Produkte. Das heißt, wenn ich neue Produkte entwickle, ich auch wissen muss, okay, vielleicht muss ich behilflich sein beim Business Modeling. Also wie verkaufe ich das überhaupt? Woher kommt Innovation? Mhm. So, jetzt haben wir jede Menge Anforderungen in eine sicherlich sehr stark komplexer gewordene Welt. So, wenn ich jetzt auf die Agenturseite gucke und sage, okay, ich bin vielleicht als, du hast gerade gesagt, Kreativagentur und wir haben das Thema im Consulting-Ansatz. Selbst in der Agenturlandschaft komme ich nur aus einer Welt, wo es ganz lange klassische Werbeagenturen gab und daneben haben sich Digitalagenturen entwickelt. Ja. Gab und gibt heute noch welche, die vielleicht sagen würden, wir sind eine Eventagentur oder wir sind eine Direktmarketingagentur. Und diese, also sehr stark über die Kanäle früher differenzierte Typenbeschreibung, was für eine Art von Agentur ist denn das? Ja. So, wenn wir diese Dinge nehmen und wir mal unterstellen, dass eine Agentur den Anspruch hat, jetzt nicht nur als Spezialist eine bestimmte Disziplin zur Weltmeisterschaft zu treiben, also die beste SEO-Agentur der Welt zu sein, sondern wirklich beratend da zu sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass alleine von der Frage, wie viele Leute brauche ich dann mindestens, damit das glaubhaft ist, weiß nicht, da müsste ich ja Agenturen haben, die im Schnitt locker fröhlich wahrscheinlich 50 Leute aufwärts haben, um überhaupt halbwegs glaubhaft darstellen zu können, dass sie in der Lage sind, diese Komplexität auch zu verarbeiten. Also was sehen wir denn da? Gibt es diese Tendenz zu komplexeren, leistungsfähigen Agenturen und größeren, also auch eine gewisse Art von Konzentrationsentwicklung? Oder wie nimmst du die Veränderung der Agenturszene wahr? Spannende Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich genau umgekehrt. Aber ja, ich gebe dir recht, die Komplexität oder die Anforderungen in der Komplexität steigt. Böse gesagt war die Marketingabteilung halt früher die für den Vertrieb die Sales Collaterals produziert hat und einmal im Jahr eine wunderschöne Messe gemacht hat und dann war es auch gut. Und jetzt werden die genau mit den Anforderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, eben beschossen, auch intern, und haben letztlich keine Antwort darauf und geben das an ihre Agenturen weiter, die sehr häufig auch keine Antwort darauf haben, weil sie genauso aufgestellt waren, linear, wie du es eben erzählt hast, für eine Disziplin. Und das bedeutet, beziehungsweise vielleicht noch als Netzwerkagentur, weil man international unterwegs war. Ich glaube tatsächlich, eine große Chance für Agenturen liegt darin, den Netzwerkgedanken im Wortsinne zu verstehen und zu sagen, okay, wir sind möglicherweise eine ganz kleine Organisationsform, eben nicht die Agentur mit 50, 100 oder 150 Headcounts, weil die am Ende auch nicht mehr zu managen sind. Außerdem wage ich mal zu behaupten, dass wirklich gute Leute im Agenturumfeld auch nicht mehr Bock haben, bei einer Agentur von 9 bis 9 inklusive Wochenende irgendwelche Kundenprojekte zu schrubben. Agiles Arbeiten bedeutet eben halt auch dann zu arbeiten, wenn es am besten in die Life Balance sozusagen passt. Und deshalb, und so sind wir auch von Brand Story Architects aufgestellt, glaube ich, dass es
ein kleines Kernteam geben muss von Leuten, die relativ generalistisch unterwegs sind, die Marketingleitern relativ viele Fragestellungen zumindest auf einer ersten Ebene schon mal beantworten können und die dann aber gleichzeitig auch ein Netzwerk hinter sich haben, das die Fragestellungen 2, 3, 4, 6 Level tiefer bearbeiten kann und die auch zum richtigen Zeitpunkt diese Leute mit dazu holen. Und da sind wir wieder beim Thema Marketing wird ehrlich. Vielleicht vor 5 Jahren hätte man in Agenturen gesagt, um Gottes Willen so ehrlich zu sein und dem Kunden zu sagen, das können wir gar nicht. Da nehmen wir Abstand davon. Wir operieren in den letzten 36 Monaten eigentlich genau nach dem Modell und machen genau die umgekehrte Erfahrung. Kunden kommen und sagen, wow, endlich mal jemand, der nicht behauptet, dass er alles kann, weil es unglaubwürdig ist, bei diesen komplexen Anforderungen zu sagen, ich kann genauso gut einen Business Case rechnen, wie ich die Kampagne emotionalisieren kann oder gutes Performance Marketing mache. Schätzen auf der anderen Seite aber auch dann, diese Leistung als Generalunternehmer jemanden an der Hand zu haben, der sagt, okay, jetzt holen wir den Strategen rein, jetzt holen wir den Experten rein, jetzt holen wir den Experten rein. Und das ist dann auch der große Vorteil für so ein Agenturnetzwerk, weil wenn jeder Experte wirklich das tut, was er am besten kann und dem Kunden zum Erfolg verhilft, dann hat man eine relativ lange Agentur-Kundenbeziehung, was ja in den letzten Jahren eigentlich auch nicht zwingend der Fall war. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Lead-Agentur. Also sozusagen, ich sag mal so, alle haben gelernt, naja, wenn es einen Hauptansprechpartner für den Kunden gibt, auch einen Vertrauenspartner, ja, der von mir aus als Generalunternehmer da hinten den Rest steuert. Ja. Also dann ist es eigentlich aus Kundensicht eine Wunschsituation. Ich kriege Experten, ja, immer im Zweifelsfall den Besten, den ich brauche. Mhm. Ich habe aber trotzdem jemanden, der verantwortlich ist und der als Generalunternehmer sagt, jawohl, und wenn der Launch dann und dann sein muss, weil dann die Messe startet, dann gebe ich jetzt eine unternehmerische Gewähr ab, dass ich dafür die Verantwortung übernehme. Mhm. Ist ja eigentlich eine Wunschsituation im Vergleich zu, ich muss das Netzwerk der Freelancer ja, selber koordinieren, ja. Muss diese ich meine, wer versucht hat, mal freie Programmierer und zwar vielleicht aus 2, 3 Disziplinen in ein Projekt zusammenzubinden ja. Und das selber zu koordinieren, der weiß, ja. Und dann ist der eine, das fast wie bei Handwerkern, der dann eigentlich da sein sollte, der hat dann aber kurzfristig noch ein anderes Projekt gehabt oder ist ausgefallen, hat kein Backup, wie auch immer. Mhm. Also diese Koordinationsleistung hat ja auch einen Wert klar. An sich. Das heißt, sind wir dann dabei, sozusagen eine neue Form von Lead-Agenturen zu sehen, die eben diese Zellen dahinter im Wesentlichen koordiniert und so wie du sagst, wirklich nur noch im Grunde ein paar Generalisten hat und der Wert ist der Netzwerk, das Netzwerk und auch die tatsächliche Chance, das Potenzial eines Netzwerks dann zu mobilisieren, wenn es gebraucht wird. Stichwort, ich habe da einen Freelancer, aber der ist gerade auf einem anderen Projekt. Mhm. Also ob das eine Lead-Agentur dann im klassischen Sinn noch ist oder nicht, ich finde den Begriff der Agentur in dem Kontext eigentlich auch obsolet, weil es, also das Thema Expertennetzwerk trifft es wahrscheinlich eher, weil das ist genau das, was man anbietet und jede Agentur muss sich am Ende ja dann auch im Sinne ihres Geschäftsmodells fragen, wo sie ihren wirtschaftlichen Mehrwert wirklich sieht, beziehungsweise wo sie auch wirtschaftlich partizipiert. Ich glaube, das große Problem in den letzten Jahren und nach wie vor ist, dass es sehr viel große Netzwerkagenturen gibt, die eigentlich ihre Experten, du hast das Beispiel der Coder gebracht, aussaugen und an dem Gap quasi von dem, was sie als Agenturstundensätze verkaufen und was sie an ihre Freelancer weitergeben, verdienen. Es muss klar sein, wenn ich mich als Expertennetzwerk aufstelle und wirklich gute Leute haben will und eine gewisse Verfügbarkeit gewährleisten will, dass ich die Leute halt auch fair bezahlen muss. Das bedeutet, wenn ich als Agenturnetzwerk operabel sein will, dann
muss ich bereit dazu sein, Renditen abzugeben und vor allen Dingen Leute an mich zu binden, die ein ähnliches Werteverständnis teilen. Das ist eben nicht so, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt ein großes Projekt, dafür brauche ich 20 Coder und drei Wochen später brauche ich die vielleicht nicht mehr und dann stelle ich die dem Markt wieder zur Verfügung, sondern ich muss natürlich schon gewisse Leute an mich binden und dafür muss ich bereit sein, ein Stück vom Kuchen abzugeben. Wenn ich das nicht tue als Lead-Agentur, ob das der richtige Begriff ist, wie gesagt, weiß ich nicht, dann werde ich mittelfristig in dem Markt mit der Komplexität schlicht und ergreifend nicht mehr bestehen können, weil gute Leute nicht für mich arbeiten werden. Und ohne diese guten Leute kann ich mittelfristig mein Geschäft nicht machen. Das ist ja auch ganz klar so, Marketing Abteilungen zu helfen, ihre komplexen Anforderungen zu sortieren und wirklich analytische Ableitungen zu machen, welche in welcher Priorität sie welche Doings abarbeiten müssen, ist jetzt nicht irgendwas, was jeder dahergelaufene Produktioner, der vielleicht früher mal in einer Agentur gearbeitet hat, tun kann. Und solche Leute, und du bist ja selber auch als Freelancer unterwegs, die können sich relativ schnell in anderen Agenturen oder Marketingabteilungen andocken. Das bedeutet, ich muss zu denen am Ende neben der wirtschaftlichen auch eine emotionale oder eine Wertebeziehung aufbauen, dass die sagen, okay, das sind coole Typen, mit denen will ich gehen, auch wenn ich vielleicht bei einem Projekt mal 3 Euro weniger verdiene. Bevor wir jetzt mal dann ein bisschen einsteigen in die Frage, wie denn Marketing heute und vor allen Dingen zukünftig laufen kann und was dann vielleicht auch aus solchen Netzwerken anderes resultieren kann. Mhm. Eine Frage hätte ich noch. Klar. Agentur, ne? So überhaupt der Begriff. Mhm. Ist das eigentlich heute noch sexy, in einer Agentur zu arbeiten? Also ich hatte immer den Eindruck, früher, wenn ich mir das so sagen höre, komme ich mir unglaublich alt vor, aber so wie gesagt, damals, ja, hatte man die Möglichkeit, entweder ins Corporate zu gehen, mhm, ja, so, aber dann vermeintlich hierarchisch und so die Bilder, die man da so hat. Und Agentur, das war irgendwie so, das war Freiheit, das war auch ein bisschen Rebellion, das war Kreativität, so auf der anderen Seite zu arbeiten. Mhm. Heute gibt es Startups. Vermeintlich sind die viel sexier als Agenturen. Also wie ist denn das so mit dem Agentur-Image? Schwierig. Ich glaube auch relativ viele, also die jungen Wilden, so wie man die damals vielleicht mal beschrieben hat und so wie wir vielleicht auch mal angetreten sind, die gucken tatsächlich eher in Richtung Startups. Das hat mehr Sex-Appeal offensichtlich, kann ich teilweise auch nachvollziehen, was sicherlich auch daraus resultiert, dass viele Agenturen nicht mehr klar positioniert sind. Also was macht denn eine Agentur noch wirklich und was kann ich als Agenturworker mittelfristig überhaupt dazu beitragen? Ich glaube, da liegt ein großes Problem vieler Agenturen. Wir stellen uns die Frage intern auch selber, weil wir natürlich versuchen, Leute zu rekrutieren. Auf der anderen Seite aber eigentlich, selbst wenn wir mit Headhuntern oder Ähnlichem sprechen, immer wieder zur Conclusio kommen, wir können nicht bis ins letzte Detail konkret sagen, was diese Person denn können muss oder woher die kommen muss. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen in der Agenturlandschaft. Dadurch, dass man relativ viele Generalisten braucht, kann man natürlich nicht mehr, wie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren, sagen, okay, ich brauche jetzt einen Coder und der muss halt Java können oder React oder was auch immer und dann setze ich den auf irgendwelche HTML-Projekte und dann die nächsten 3 oder 5 Jahre höre ich nichts mehr von dem, sondern ich muss so schnell auf Kunden- und Marktanforderungen reagieren können, dass ich eine Person brauche, die eigentlich intellektuell so weit ist, dass sie auch auf diese Anforderungen reagieren kann. Das heißt, das, was wir vielleicht noch bis vor 5 Jahren gemacht haben, braucht
braucht man vielleicht so nicht mehr. Aber wir haben irgendwann gelernt, Prinzipien zu verstehen und ein gewisses analytisches Skillset zu entwickeln und dieses analytische Skillset argumentativ für einen Kunden mundgerecht zu verpacken. Solche Leute sind in Agenturen extrem wertvoll. Die können heute Projekt A machen und morgen Projekt F. Die haben vielleicht fachlich gar nicht so viel miteinander zu tun, aber die funktionieren alle nach den gleichen analytischen Prinzipien. Man muss Workshops leiten können, dafür braucht man so eine gewisse empathische, soziale Komponente. Dafür muss man auch in gewisser Weise ein bisschen extrovertierter sein als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und solche Leute in einer Person oder solche Skillsets in einer Person gebündelt zu finden, macht es für Agenturen natürlich umso schwieriger im Recruitment, weil, und das ist dann natürlich tatsächlich der Nachteil, Agenturen ja meistens, und wenn wir von so Experten, Gemeinden oder Community sprechen, noch mehr als früher relativ kleine Denkzellen sind. Da sitzen mal 10 Leute, da sitzen vielleicht mal 20, mal 30 Leute. 30 ist wahrscheinlich für ein Expertennetzwerk eigentlich schon wieder viel zu viel. Und da ist eigentlich kaum Raum, junge Leute auszubilden und denen wirklich zu erklären, wie das oder welche Skillsets sie sich erarbeiten müssen, damit sie mittelfristig das Geschäft machen können. Bedeutet für Agenturen immer angewiesen zu sein auf Leute, die vielleicht schon Anfang, Mitte 30 sind, schon relativ viel mitgenommen haben und grundsätzlich als Person eine gewisse Neugier mitbringen. Vielleicht ein bisschen risikoavers sind, weil sonst würden sie ihr eigenes Startup gründen und lieber dieses Skillset mit in die Agentur bringen, weil sie gerne auch vielleicht finanziell gecovert sind oder nicht im Risiko stehen. Und das, also klingt für mich alles extrem nachvollziehbar. Hab nun das Problem, dass ich denke, ja, dieser Typ, wenn du so ein High Potential bist, ja, so gerade mit generalistischem Profil oder so T-shaped, wie es ja heute auch schön heißt, dann vielleicht an einer Disziplin ausgebildet, aber sehr breit, ja, dann würde ich sagen, ja, diese Leute werden auch von den Corporates gesucht. Also, ne? War for Talents, also klar. Die haben auch gelernt, dass sie eher solche Leute brauchen, denn eine agile Organisation zu steuern oder weiter in diese Richtung zu gehen, heißt eben auch nicht klassisches Management. Die Startups hätten die auch gerne. Klar. Also diese Generalisten, die dazu in der Lage sind und die Experten, die jetzt in einer Fachdisziplin wirklich Weltmeister sind, okay, wer heute ein guter Coder ist, der muss sich auch keine Sorgen machen. Klar. Ja, aber gerade so in dieser Leitung, also ich weiß nicht, ich mache mir so ein paar Sorgen, wenn ich mir das eben anschaue und wenn ich mir dann das Businessmodell einer Agentur angucke, immer mehr Transparenz, Ehrlichkeit, heißt auch, nee, der gehört nicht zu uns, der ist ein Freelancer. Zentraleinkauf sind Phänomene gerade bei größeren Organisationen, das heißt, wo versucht man die Kosten noch einzusparen? Dann ist nichts mehr mit Marge aufhauen, weil man möglicherweise transparent machen muss, dass er nicht auf der eigenen Payroll ist. Also ne, so Stichwort Kickbacks, 15% AE-Provision und ähnliche Dinge, die in den goldenen Agenturzeiten natürlich auch viel einfach an Profiten gebracht haben. Ja. Gleichzeitig haben wir steigende Lohnkosten, weil diese Leute, die diese Fähigkeiten haben oder auf Senior Level die Erfahrung noch dazu haben, ja, die Kosten. Agentur ist aber eigentlich nicht dafür berühmt, nun die Spitzenlöhne zahlen zu können auf der Dienstleistungsseite. Wir haben einen gewissen Druck ja auch für Preise. Also das, was ich sagen will, ist, ich will es nicht totreden, um Gottes Willen. Ja. Aber es ist schon etwas, wo ich sage, so ja, wie lange wird dieses Agenturbild auch profitabel sein? Also ist es möglicherweise so, dass du dir auch vorstellen kannst, Agenturen verschwinden, die hatten ihren Zeit und dann sind es deutlich mehr ganz Freelancer bestimmt. Und vielleicht ein Service, der sozusagen nur noch Koordination macht und vielleicht die Business-Risiken covert? Ganz bestimmt. Ich meine, wenn man sich die Agenturlandschaft anguckt, dann sieht man ja, dass die eigentlich in zwei Richtungen gehen. Es gibt Agenturen, die eben Produktionshäuser sind und das vielleicht auch sein wollen und die haben vermutlich genau mit den ganzen Dingen zu kämpfen, die du gerade aufgezählt hast, auch was Preisverfall anbelangt und Renditen. Oder man kann eben in die Richtung gehen und sagen, okay, man versucht sich als
der kreative Berater, um quasi Hilfe zur Selbsthilfe für muss ja nicht immer die Marketingabteilung sein, kann ja auch die HR-Abteilung sein, wenn wir an Employer Branding denken. Und dort bin ich dann aber auch ehrlicherweise in einem anderen Price-Tier unterwegs. Also da habe ich halt nicht mehr den Produktionsstundensatz von, weiß ich nicht, 600-700 Euro, den ich im Übrigen in München vielleicht schon einem guten Freelancer bezahlen muss. Pro Tag wohlgemerkt. Pro Tag, richtig, genau. sondern da komme ich dann vielleicht nicht auf eine 3.500 Euro, 4.000 Euro Summe pro Manntag, wie das noch wohlgemerkt bei den Unternehmensberatern der Fall ist. Aber ich bin irgendwo dazwischen verortet und bin dadurch natürlich auch für Unternehmen interessant, weil, Stichwort, wer will so ein Geschäft noch machen? Auch bei Corporates ist es ja so, durch die Volatilität der Märkte brauchen die mal ein gewisses Skillset und dann brauchen sie es eben nicht mehr. So, und wir erleben sehr häufig, dass die sagen, hey, wir würden gerne mal X oder Y ausprobieren, Stichwort Produktentwicklung, irgendwie einen digitalen Mockup, ein UX-Design zu bauen, einfach mal ein Business-Model zu testen. Wir haben Geld für ein halbes Jahr. Dafür bekomme ich A, nicht eine Stellenausschreibung in der Geschwindigkeit, B, vermutlich jetzt auch nicht zwingend denjenigen, der das am besten kann. Könnt ihr mir den besorgen? Könnt ihr mir den ausleihen? Stichwort Body-Leasing. Und dann ist man eben genau dort, dass man Leute hat, die diese Flexibilität wertschätzen, die sagen, ja, ich bin auch gerne mal in einem Corporate, ich muss da aber jetzt nicht fest angestellt sein und wenn ich da ein halbes Jahr war, dann reicht es mir auch, wenn ich am Ende meine digitale Karte unten wieder abgeben kann, die ich jeden Tag im Sinne der Stechuhr da halt zum Rein- und Rausgehen durchziehen musste. Also ich glaube, da öffnet sich ein riesiges Feld und eine riesige Chance für Agenturen, die Zugang zu solchen Leuten hat, die sie nur bekommt, wenn sie sie fair behandelt. Ethik ist ein großes Thema, wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich glaube, das können wir mal zur Grundlage legen. Netzwerk. Ja. Und Kompetenzen. Mhm. Mehr beraten, diese Komplexität verwalten, helfen an der Seite des Kunden als Sparringspartner, diese Komplexität auch zu kanalisieren, Lösungen zu schaffen. Wie kann es denn gehen? So, ihr habt einen ganz spannenden Weg gegangen als Agentur. Mhm. Neben dem Projektgeschäft, das ihr macht, gibt es zwei Dinge, die ich von euch mittlerweile kenne. Mhm. Und eins davon kannte ich, bevor ich überhaupt die Agentur dahinter kannte. Mhm. Nämlich, das war ein Magazin, oder es gibt es ja immer noch, den Dictator. Ja. Ja, also ich bin über den Namen gestolpert und Dick wirklich mit von digital. Ja. Richtig. Also einfach interessanter Content, Content Marketing, wenn man heute sagen würde. Das heißt, Themen, die mich interessiert haben zu Transformation, Veränderung, neuem Marketing, die wurden gespielt in sehr hochwertiger Form. Mhm. Danke so, für das Kompliment. Ja, das kann ich ganz klar und völlig wertfrei so sagen, habe ich so empfunden, fand ich spannend und darüber zu einfach neugierig geworden, wer steckt dahinter. Cool. Und das zweite ist ein Co-Creation Projekt mit Whites. Wir haben es ganz am Anfang kurz gesagt, wir wollen es gerne auflösen. Ja. Ich überlege gerade, wo wir einsteigen. Vielleicht bleiben wir kurz mal beim Thema Content Marketing und Dictator. Also wieso gibt dann eine Agentur heute Wissen weiter, publiziert und so wie der ein oder andere vielleicht podcastet, ihr habt es dann eben als Magazin gemacht. Ja. So, woher kam der Impuls und was bringt euch das? Also der Impuls kam ganz klassisch aus der Überlegung, Eigenmarketing für sich zu machen. Ich meine, unsere Heritage-Brand ist Gras und Sterne und nicht Brand Story Architects. Also über viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, habe ich wirklich im Detail mitgemacht. Wir sind jetzt fast oder über 24 Monate in diesem Transformationsprozess. Und da war natürlich irgendwann mal die Fragestellung, hey, wenn wir diese neue Agentur oder dieses Expertennetzwerk sein wollen und heute aber eigentlich in Anführungszeichen nur klassisches Publishing machen,
wie können wir eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen und das am besten noch mit einer Unabhängigkeit, dass wirklich gute Content-Kreatoren für uns arbeiten. Und dann kam irgendwann die Konzeptüberlegung zu sagen, hey, warum machen wir nicht ein digitales Magazin, dass wir auch, wir haben das jetzt eingestellt, aber noch bis vor ungefähr einem Jahr haben wir auch das Framework noch verkauft. Das war eben damals auch noch ein Business, digitales Businessmodell, Framework, ein digitales zu verkaufen. Wird auch immer schwieriger, weil Squarespace und Wix und wie sie alle heißen, ja eigentlich solche Sachen übernehmen, Bootstrap etc. Haben dann gesagt, okay, lass uns so ein Framework bauen und lass es uns als Showcase bespielen. Und wenn wir das schon tun, dann aber eigentlich mit Themen, die wir mittelfristig selber als Agentur beackern wollen. Thema digitale Transformation, Thema Marketing von morgen. Und das hat eigentlich super funktioniert, weil durch diese Unabhängigkeit sind wir an Autoren rangekommen, die gesagt haben, okay, ihr seid ein kleines Magazin, ihr habt nicht wahnsinnig viel Geld. Ich finde das Thema aber spannend. Und ich würde gerne mal Ansätze beleuchten, die man vielleicht in großen Gazetten nicht verkauft bekommt, weil sie gegen den Strich bürsten oder weil sie eine Nische beleuchten, die so klein ist, dass es für ein großes Magazin keinen Sinn macht. Was für Autoren sind das? Also mal so ganz grob, wen muss ich mir da vorstellen? Genau, das sind Autoren à la Couleur. Ein Autor ist der Friedemann Karik, der eigentlich mit Marketing gar nichts zu tun hat. Der hat gerade ein Buch zum Thema Wie wir lieben, das Ende der Monogamie beschrieben. Vielleicht auch hier noch ein bisschen spannend, Werbung gemacht. Ist ein SZ-Journalist, der aber den Mai-Müsli-Ansatz ganz spannend fand. Oder das Geschäftsmodell von Geile Weine, wenn ihr das was sagt. Geile Weine ist ein Startup, vielleicht als kurzer Exkurs. Mhm. Die verkaufen Wein nicht im klassischen Sinne, dass du als User wissen musst, ich will einen roten, einen weißen oder was auch immer mit dem Abgang XY oder Z, sondern die sagen, sag mir den Moment, wofür du den Wein brauchst, okay. Und dann schicken wir dir den richtigen zu. Mhm. Und das sind einfach Leute, Journalisten, Kumpel von mir, der Christian in New York, der hat beispielsweise eine Weiterbildung an der NYU gemacht zum Journalisten, zum Digitaljournalisten der Neuzeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Programm heißt, kann ich aber gerne nachliefern. Und der ist dadurch natürlich mit relativ vielen neuen digitalen Businessmodellen in New York in Kontakt gekommen und hat gesagt, hey, hättet ihr nicht Bock, dass ich mal darüber was mache, eine Geschichte schreibe? Und so sind wir natürlich allein über dieses Autorennetzwerk relativ schnell an Contents gekommen. Das war auch immer unser Anspruch, von denen die ich nicht schon irgendwo anders 100-mal gelesen hätte. Und die mir vielleicht auch, wenn ich eine größere Brand wäre, die damit ihr Geld verdient, in der Creation viel zu viel Geld kosten würden, weil mit der Newsdesk-Dame von BuzzFeed zu sprechen, inklusive Fotoshooting, oder wir waren im Innovation Lab der New York Times, sowas lässt sich jetzt ein Journalist im Zweifel, wenn er es als Auftragsstück macht, schon gut bezahlen. Das heißt, wir haben einmal das Thema über Beziehungen, sozusagen Netzwerkaufbau, neue Experten auch kennenzulernen, gleichzeitig den eigenen Glaubwürdigkeitsaspekt zu stärken, einer Marke, die sich eben als Agentur transformiert und die eben wahrgenommen werden möchte, also ein Stück weit natürlich auch Image-Transfer. Gleichzeitig gibt es eine Kompetenz, so ein Netzwerk eben aufzubauen. Klar. Also man lernt ja sicherlich auch einiges darüber. Richtig. Aber wir lernen, es ist kein Businessmodell. Ja, nee. Also es ist eben nicht das, so wie früher Publishing war, letzten Endes zu sagen, ja, und dann kreiere ich dieses Produkt, weil es kostet ja auch Zeit, diese Kontakte ausfindig zu machen, das Ganze auf die Beine zu stellen und zu publishen. So ganz so easy ist es nicht. So, wenn du magst, verrat uns mal, so wie viel Zeit geht, ne? Also ja, klar. Geht von euch sozusagen in diese Plattform. Relativ und, viel. Und wie, wenn wir vorher am Anfang gesprochen haben, wie macht ihr eure Benefits sozusagen fest? Gibt es ein Tracking in irgendeiner Art und Weise auch über
Über den Diktator zum Beispiel? Also es, wann ist der erfolgreich, wann ist er nicht so erfolgreich? Genau, da sind wir ja eigentlich wieder und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen. Wie schön, ne? Wie schön, als hätten wir es geplant. Welche KPIs will ich mir selber geben? Also das ist ja immer die große Diskussion und die driftet eben sehr oft in diese harten faktischen Performance-KPIs ab. Ne? Wie hoch ist mein ROAS? Wie hoch ist meine Click-Through-Rate? Wie hoch ist meine Conversion-Rate? Rechnet sich das Ganze? So ist der Diktator nicht angelegt, weil er in dem Themenkontext, in dem er arbeitet, so gar nicht angelegt sein kann. Ich kann nicht auf ein Keyword digitale Transformation bieten und kann ich vielleicht schon tun, aber dann ist mein Content nicht mehr so hochwertig und ich kann nicht die Geschichte des Innovationslabors in New York so erzählen, wie ich sie vielleicht gerne erzählen würde. Die KPIs sind ganz andere. Und das sind eben so Themen wie Netzwerkaufbau. Also ich kann mit dem Diktator, wenn ich denn dann irgendwann mal durch den Beratungszyklus gelaufen bin und vielleicht als Agentur die Fragestellung kommt, könnt ihr auch Implementierung und wollt ihr das überhaupt und könnt ihr das auch vielleicht in einem internationalen Content-Marketing-Kontext, dann ist der Diktator eigentlich die Blaupause und die Beweisführung dafür, weil ich sagen kann, ja, genau zu diesen Themen und damit beschäftigt sich mittlerweile fast jedes Unternehmen, Internet of Things, Digitalisierung, Robotics, Machine-to-Machine-Learning, da kenne ich Experten und Leute, die wiederum in dem Markt weitere Experten kennen. Und da sind wir eben wieder beim Thema Netzwerk und die kann ich euch zur Verfügung stellen. Und dass es funktioniert und wie sowas aussehen kann, seht ihr beispielsweise hier. Das ist aber auch ein Employer-Branding-Thema. Ich meine, dass du uns da gefolgt bist oder über uns gelesen hast und irgendwann vielleicht unserem Twitter-Feed gefolgt bist und dann gesagt hast, hey, lass uns doch mal sprechen und wir haben mal telefoniert. Könnte ja auch sein, dass du in deinem Veränderungsprozess gesagt hättest, hey, das ist eigentlich ganz cool, ach, da steckt eine Agentur dahinter, was macht die überhaupt? Suchen die vielleicht gerade einen digitalen Berater mit Marketing-Background? Extrem hoher Benefit für eine Agentur. Ist jetzt nicht ein hartes Tracking, aber wenn ich mit einem Headhunter spreche und so jemanden wie dich haben will, dann kostet das die Agentur vermutlich 20.000 bis 30.000 Euro. Fantastilliarden, natürlich. Yeah. Klar. 20.000, 30.000 Euro für einen Headhunter ist nix, zumindest nicht in München. Und so viel kann ich dir verraten, das Budget, das wir für den Diktator haben und das wir da auch reinstecken, überschreitet dann auch so eine Budgetgrenze nicht. Ja. Das heißt, das ist zum einen Beweisführung, zum anderen Recruitment, zum anderen aber eben auch ins Gespräch kommen mit bestehenden und neuen Kunden, weil der ein oder andere Marketingleiter, wir haben die Hyperloop-Geschichte zum Beispiel gemacht, ja, extrem positiv, vieles Feedback zurückgekommen, sogar mit Anfragen, wo Kunden und potenzielle Kunden gesagt haben, hey, könnt ihr mal die Kontaktdaten geben, wir würden ihn gerne als Keynote-Speaker einladen. Alles richtig gemacht als Agentur. Ja. Was ich ganz spannend finde und deswegen, also ich habe es wahrgenommen, weil es wirklich gut gemacht ist, ja, aber weil dieser Mechanismus auch spannend ist. Und jetzt, wir kommen so langsam mal zum Schließen des Loops. Mhm. Wir werden über Whites noch reden, wenn wir es nicht vergessen. Wenn eben im Marketing über diese letzten 3 bis 5 Jahre in extremer Form, aber abgezeichnet über die letzten 1-2 Dekaden, diese Veränderung vom, ich drücke das Produkt, das ich habe, möglichst effizient, ja, werbeoptimiert in den Zielgruppenmarkt, wenn wir von diesem Modell sehr stark wegkommen, wenn wir eben ein ganz anderes Form von Beratungsverständnis haben, wenn wir gesehen haben, wie sich Agenturen dann verändern müssen, um den verändernden Anforderungen auf Kundenseite gerecht zu werden, dann haben wir auch die Notwendigkeit, in anderer Form Marketing zu machen. Und so wie ihr das macht, ist ja der Aufbau einer solchen Content-Plattform, sei es jetzt ein Magazin, es könnte auch ein Videoblog sein oder was auch immer, irgendeine Art von Container für wertvolle Inhalte. Etwas, was sicherlich ein Investment ist. Klar. Auch eins, bei dem man nicht genau sagen kann, wie viele Kontakte werde ich darüber kriegen? Funktioniert das überhaupt? Sind wir da spannend genug? Klar. Aber es ist eine Form, in der sich eine Agentur schon verändert, weil sie als Medium
auf Leute zugehen kann. Man hat plötzlich was anzubieten und nicht nur eigentlich die Intention zu sagen, gib mir einen Auftrag. Also, ja? Genau, und daher. Also eigentlich auch ein Akquiseinstrument, ne? Ohne Frage, auch ein Akquiseinstrument, aber trotzdem mit einem gewissen Unabhängigkeitsanspruch, weil wenn die gleichen Contents auf brandstoryarchitects.com laufen würden, dann hätte man als Rezipient immer so ein bisschen unterschwellig vermutlich die Wahrnehmung, naja, die wollen jetzt, unten kommt dann irgendwann der Button, jetzt Beratungsgespräch vereinbaren, ja, und als Kunde zu konvertieren. Und über diesen Tweak zu sagen, es gibt eine eigene Marke, hat man zum einen den Vorteil, glaubwürdiger auftreten zu können, zum anderen im Übrigen aber auch den Vorteil, mit anderen Medienmarken zu kooperieren. Also ist auch kein Geheimnis, dass Inhalte von uns zweitverwertet werden, beispielsweise vom Freitag. Ist der Dictator eigentlich eine eigene Gesellschaft? Nee. Also ist ein Label? Der Dictator ist quasi eine Medien, wir nennen es Medienmarke von Brandstory Architects / Gras und Sterne. Würdest du Unternehmen, also wir nehmen jetzt mal ein Mittelstandsunternehmen, das in einer bestimmten Branche unterwegs ist und sagt, okay, dieses Prinzip zu nutzen, um Netzwerke aufzubauen, wenn Netzwerke der Schlüssel sind zur Zukunft, ja, also ich muss wissen, mit wem ich rede. Ich habe nicht mehr das Wissen alles im eigenen Haus. So. Ja. Würdest du das Corporates auch empfehlen, so eine Strategie zu gehen? Oder reicht das, wenn die einen Corporate-Blog haben, bei dem sie über ihre Themen Auskunft geben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde einem Unternehmen nicht zwingend empfehlen, eine Medienmarke zu launchen, weil immer eine gewisse Nähe, und da sind wir ja wieder beim Thema Ethik und Image-Transfer zum Unternehmen bestehen muss. Also ich will am Ende ja dann auch, wenn ich mich über das Unternehmen informiere, beispielsweise im Sinne eines Employer-Brandings, dann will ich ja wissen, worauf ich mich einlasse. Ich glaube, Unternehmen müssen zwingend solche Themen spielen und die auch adäquat bedienen, sollten es aber nicht von hinten durch die Brust ins Auge mit einer anderen Marke tun, sondern lieber ihre Unternehmensmarke so aufladen, dass es für sie glaubwürdig auch als Plattform oder Container für die potenziellen Rezipienten dient. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Also ganz kurz, Sascha Pallenberg, Episode 48, kann man sich anhören, wie im Daimler-Blog, ne, sowas laufen kann. Da ist es eben der Corporate-Ansatz, wie Transparenz und Sichtweisen reinzubringen. Ja. Wir kommen jetzt zum Schluss zu Whites. Sehr gut. Ne, haben wir nicht vergessen. Ja. Ich habe gelesen in dem, was über diesen Feldversuch, ja, also einen weiteren Pilot etwas zu machen und zu lernen, gelaufen ist. Ja. Ihr habt das perfekte weiße T-Shirt designt. Oder das war die Challenge. Das war die Challenge. Ja, und zwar mit 400 Co-Designern. Richtig. Erzähl uns mal kurz, erstens, was war es genau und warum? Ich fange mit der zweiten Frage an, weil dann ist die Geschichte schlüssiger. Ich habe länger in New York gelebt, zusammen mit meiner Frau. Und als wir darüber gegangen sind, 2009 war das, da lässt man ja so ein bisschen das Vertraute hinter sich. Und irgendwann muss man sich dann auch überlegen, wo man seine Klamotte herbekommt. Du hast übrigens ein weißes T-Shirt an. Ich habe ein weißes T-Shirt an, natürlich eins von Whites, ne, klar. Und dann habe ich irgendwann losgegoogelt und gedacht, naja, in New York gucke ich doch mal digital affin, wie ich bin, wo ich jetzt mein weißes T-Shirt herbekomme künftig. Und es war schlicht und ergreifend kein gut designtes, qualitativ hochwertiges, aber preislich adäquates Shirt zu finden. Und meine bessere in Hälfte… New York. In digital. Also es gab 11 Millionen Treffer und natürlich gab es geile Design-Brands, die super coole Shirts machen, aber die halt dann $120 aufwärts kosten. Oder es gab und gibt den Schund, den du halt bei Zara und H&M kaufen kannst und der ist vom Produktansatz schlecht und so geht durch indische oder Kinderhände in Bangladesch, wie auch immer, kann man sich ja selber überlegen, ob man sowas unterstützen will. Und meine bessere Hälfte kommt eben aus der Mode. Und dann haben wir uns überlegt, naja, könnte daraus jetzt nicht
ein Feldversuch werden und zu sagen, wir machen das selbst. Und da es ein Pilotprojekt und ein Versuch war, haben wir gesagt, komm, dann fragen wir doch eben genau unsere Community, die wir bedienen wollen, ne? Nach Seth Godin. Frag deine Käuferklientel, was sie haben will. Und dann haben wir fast 400 Blogger angeschrieben. Und es war echt super cool, wie viel Resonanz da zurückkam. Was war die Frage? Wie sieht das perfekte weiße genau. T-Shirt für dich aus? Ja, genau. Okay. Was macht das weiße T-Shirt für dich perfekt? Mhm. Ganz einfache, simple Frage. Kalt die Leute angeschrieben, ohne die vorher zu kennen. Conversion Rate 50%. Mhm. Und da kamen echt Features, an die wir selber nie gedacht hätten. Da, Beispiel? Beispiel, was relativ viele gesagt haben, kennst du vielleicht von dir selbst auch. Es stört, dass bei den meisten Shirts die Ärmel zu kurz sind und dann hier unten abstehen und nicht am Bizep anliegen. Das war fast in jedem zweiten Fragebogen irgendwie, was aufkam. Mhm. Haben wir natürlich in unser Shirt integriert als Feature-Request. Sollte ein Slimfit-Style sein und nicht irgendwie so ein bulky Shirt, wie man das vielleicht von anderen Brands kennt. Alles Dinge, die wir abgetestet haben, was den großen Vorteil hatte, als wir gelauncht haben, hatten wir definitiv ein Produkt, von dem wir wussten, dass es eine Nachfrage da draußen gibt, zum einen. Und zum anderen hatten wir über den Beziehungsaufbau zu diesen Co-Creatern, der 18 Monate gedauert hat, natürlich ein riesiges Medienecho als kleine Brand, weil die über diesen Co-Creation-Ansatz selbst berichtet haben. Ich meine, klar, das Giveaway beim Fragebogen war, wenn du mitmachst, dann bekommst du natürlich ein exklusives Shirt for free. Und was passiert ist, ist eigentlich simpel. Die haben darüber berichtet und gesagt, hey, ich habe mit Whites in den letzten 18 Monaten ein geiles Shirt entwickelt und hier übrigens ist das Selfie. Also sprich, klare Identifikation, weil Teil dieses Prozesses. Genau. Also die Kunden, zwar selektiv, genau. Aber selektiv im Sinne von Multiplikatoren. Ihr habt jetzt klar, warum ihr Blogger angesprochen habt, klar. Also da, wo Reichweiten stehen, ja. Im Grunde ein Tag. Das heißt, von Tag 1 kommst du raus und das wissen wir ja alle, Schaufenstereffekt. Ja. Klar. Keiner will der Erste sein, dann geht es halt gut nach vorne. Was habt ihr erreicht so im Launch, keine Ahnung, an Awareness? Habt ihr das irgendwie... Also wir haben jetzt verfolgt. Die Awareness in dem Sinne haben wir nicht gemessen. Wir haben im ersten Jahr 2.500 Shirts verkauft, was als kleine Brand für uns ein riesiger Erfolg war und ist. Und wir haben, das kann man dann beispielsweise auf Instagram oder so sehen, für relativ viel Dialog mit der Community. Also da gibt's Instagrammer oder Blogger, die haben dann, wenn die unser Shirt posten, 400-600 Likes, weil die ein Following von mehreren hunderttausend Leuten haben. Das ist natürlich für uns freie Media Reach, die wir uns so nie einkaufen könnten. Wir waren zwar mittlerweile auch in der Süddeutschen Zeitung mit dem ganzen Projekt, das hat dann eine ähnliche Reach gebracht, aber auf sowas kann man halt als kleine Brand nicht hoffen. Mhm. Und der Riesenvorteil ist eben, A, den Proof of Concept zu haben, was den Business Case angeht. Also man kann sich ja durchaus auch ein Produkt überlegen, was vielleicht sonst keinen interessiert, und dann hat man viel Geld verbrannt in eine große Idee. Und das Thema Reach war wirklich super. Es gehen ja viele auch einen ähnlichen Weg, zum Beispiel über Kickstarter. Mhm. Kickstarter ist ja auch eine Community, natürlich auch sehr stark tech-affin, mhm. wo es durchaus nicht so ist, dass ich hingehe und sage, das Produkt ist fertig, hier ist es, und dann beginnt das Raisen. So, ja, ja. Sondern man geht mit einer Idee oder einem halbfertigen Set hin und macht diese Community auch zu Co-Creatern, was einen ähnlichen Effekt hat. Das heißt, man hat in einer frühen Phase einmal natürlich ein Feedback, interessiert es die Leute überhaupt, kommt da irgendwas? Ja. Man hat Unterstützer und das noch in einer Phase, bevor der Vertrieb startet, weil im Seeding, wie es so schön heißt, dann eigentlich ab Tag 1, an dem die Kickstarter-Kampagne losgeht, gleich was passiert. Mhm. Was ja ganz wichtig ist, psychologischer Effekt, und dann beginnt das Lemming-Thema so ein bisschen. Ja. So, habt ihr auch damals überlegt, mal in so eine Richtung zu gehen, oder macht ihr da auch was? Definitiv haben wir im Auge für das nächste Produkt, was
in den Kinderschuhen in Planung ist, haben uns aber dann wirklich dagegen entschieden, vor dem Hintergrund, dass eine Kickstarter-Kampagne ja immer eine begrenzte Laufzeit hat. Das heißt, du bist meistens 30 Tage unterwegs und in den 30 Tagen musst du dein Ziel erreichen. Und ich habe auch Freunde in New York, die Kickstarter-Kampagnen gemacht haben, auch sehr erfolgreich. Und die sagen eigentlich alle, es macht nur dann Sinn, wenn du einen gewissen Reach und einen gewissen Traffic der Kampagne für die Kickstarter-Kampagne liefern kannst. Also es ist eine Ammenmär zu glauben, ich launche ein Kickstarter-Projekt, ohne wirklich eine Reach im Hintergrund zu haben, die ich dahin route und sage, jetzt geht's los, um darüber quasi Reach aufzubauen. Und die hatten wir damals schlicht und ergreifend nicht und deshalb haben wir uns dagegen entschieden und ich glaube, im Nachgang war das auch eine gute Entscheidung. Super. Also beide Ansätze interessant, partizipativ. Klar. Das Thema Co-Creator, Co-Autoren, gemeinschaftlich etwas schaffen, damit auch den Nachteil ausgleichen, dass man eben vielleicht nicht das große Budget hat, wo man diese Reach kaufen kann. Ja. Die Lerneffekte sind da und Die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit ist da, also sicherlich ein Marketing, was sehr zukunftsfähig ist. Zum Abschluss wäre meine Frage, wenn du ein bisschen in die Glaskugel guckst, wie wird sich das Thema Marketing entwickeln? Mhm. Also was siehst du, wo du sagen würdest, da lohnt es sich verschärft drauf zu gucken oder solche Dinge anzufangen zu machen, wenn man sie noch nicht macht? Ich glaube definitiv, dass das Marketing in diese Richtung gehen wird, also in diese Stakeholder involvierende Richtung. Das heißt, wenn ich heute Marketier im Unternehmen bin, dann muss ich gucken, dass ich meine involvierten Stakeholder mitnehme, um eben das ganze Thema Politik, das in einem Unternehmen ja auch relativ groß ist, so ein bisschen auszugleichen. Also die Learnings aus den Co-Creation-Projekten, Leute mitzunehmen und die darüber anzufixen, dass die selber darüber berichten, die kann man eigentlich auch in Unternehmen transferieren. Wenn ich es als Unternehmensmarketier schaffe, meine Stakeholder mit abzuholen und die am Prozess partizipieren zu lassen, dann werden mir die auch viel weniger Projekte abschießen oder gegen gewisse Projekte argumentieren, einfach weil sie dabei waren in der Entwicklung und selber so ein gewisses Involvement haben und das Projekt gut machen wollen. Das bedeutet, Stakeholder-Involvement wird ein riesiges Thema sein beim Marketing der Zukunft und da freuen wir uns als Agentur drauf, weiter unterstützen zu dürfen. Super. Also Thomas, dann vielen Dank. Wir haben eine gute satte Stunde hier voll gemacht. Das war auch nicht anders zu erwarten bei dem Thema und auch bei den verschiedenen Ebenen, die wir gerne mal beleuchten wollten. Verrat uns zum Schluss noch, einige Dinge haben wir schon genannt. Mhm. Wer jetzt mehr zu dir, zu deiner Agentur wissen möchte, so in kurz und knapp, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Brandstoryarchitects.com ist unsere Webseite. Ansonsten erreicht ihr mich auch auf Twitter. No Pressure mit E geschrieben. Nachname ist mein Twitter-Handle. Oder thomas@brandstoryarchitects.com. Jederzeit gerne. Wunderbar. Super. Also, in diesem Sinne, wir klappen dann für heute hier das Recording-Tool zu. Und gehen jetzt mal lecker. Gehen ein Weinchen trinken. Alles klar. Tausend Dank für die Einladung, Ingo. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Tschüss. Oder merci vielmals, ja, wie man hier sagt. Richtig, genau. Ciao. Ja, das war er, der Überflug. Wir haben die Stunde wirklich gut genutzt, sehr gut. Deswegen halte ich mich auch kurz. Kleine Anekdote am Rande, zur Zukunft des Marketings habe ich damals mal ein Buch geschrieben und zwar 1995, heute in jedem guten Antiquariat zu finden. Damals ging es dann mit Browser und HTML 1.0 zur Sache und Modem und so weiter. Also das nur als Blick zurück. Ich glaube, viel, viel spannender heute die Perspektive daraus und insofern vielen Dank an Thomas Escher nochmal. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt und auch mehr dazu finden möchtet, inklusive aller Links, die wir heute so erwähnt haben, dann schaut bitte auf die Shownotes unter mastersoftransformation.org. Hier ist zur Episode Nummer 53 und zum Schluss nur ein kurzer Blick voraus. Sehr, sehr spannend. In 2 Wochen freue ich mich, euch den Talk mit Dr. Matthias Wittfoth
hier präsentieren zu können. Und er ist seines Zeichens Diplompsychologe, Hirnforscher und Heilpraktiker. Und wir werden einen vertieften Blick in die neurowissenschaftliche Spitzenforschung werfen. Gut, also freut euch drauf. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.